Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Ah, ışıklar içinde kaldım, yandım efendim. Ah, ışıklar içinde kaldım, yandım efendim. Bottrop ist eine schöne Stadt. Kann ich jetzt nach. Wegen der Stadt. die Stadt ist wirklich schnuckelig. Bottrop, aber kann man sagen, Bottrop ist schöner oder blutet mein Bottrop denn so an Essen? Ich liebe an Essen die Kultur. Alles zusammen. Alles zusammen. Huttrop. Ich werde jetzt. Ich glaube auch, dass ich diesem Stadtteil irgendwo zu verdanken immer die Menschen mit Kopftuch sind oder das auch immer wieder beweisen kann, dass ich. Das ist ja auch ein bisschen das Prinzip von diesen Spielen. Gab es den Vorfall? Das wird dann natürlich wieder ein bisschen politisch. Ja, er mag Politikern abgelichtet haben. Er stand aber trotzdem zu diesem Land. Und also mir ist es unbegreiflich, weil die Menschen, die damals gegen ihn waren, die waren ja dann letztes Jahr absolut auf seiner Seite, nur weil er mit dem Politiker zusammenstand. Er ist eigentlich auch ein Opfer. Ein Opfer von diesem kulturellen Konflikt. Sind das die Leute, die bei einem, ja, die diese Anti-Deutschland-Haltung haben, dann nicht auch? Die Opfer von diesem Konflikt? Ja. Diese Menschen sind auch Opfer dieses Konfliktes, nur sie haben sich in die andere Richtung bewegt. Also sie haben nicht die Kurve gekriegt zu sagen, egal wie man umgeht, ich versuche mich am Strand zu treffen, der aus Bottrop kommt. Genau. So, um das nochmal kurz für die Nicht-Türkischen hier mal zu machen. Gut, da muss ich erstmal einordnen, wo Bottrop liegt, weil als Essener. Oh! Nein, auf jeden Fall, ich habe meinen Mann dann auf dieser Promenade in so einem Café kennengelernt. Am nächsten Tag habe ich ihn dann am Strand im Badeanzug. Sexy? Ja, nee, ich wollte jetzt nur ansprechen, ich war auch im Badeanzug und im Bikini am Strand. Das gibt's, das denkt man ja nicht. Ne? Das Klischee wollte ich dann jetzt auch nochmal aufheben. Dort habe ich ihn kennengelernt. Ja, und jetzt läuft es seit
in welchem Jahr sind wir? 2019? 20 Jahre. Gut, also ich wurde nicht zwangsverheiratet. ich habe mir den Mann ausgesucht. Und ich bin auch noch sehr gerne mit ihm verheiratet. In Bottrop. ihr habt ja auch schon, oder erst oder schon, zwei Kinder. Je nachdem, wie viel du haben willst. Wie alt sind die? Wie geht's denen? Wie heißen die? Also, ich bin mit 23 Mutter geworden. Ich eigentlich relativ ich den richtigen gefunden habe und bis heute geschafft habe. Mit 23 bin ich Mutter geworden. Meine Tochter ist jetzt 5 und wird 10. Meine Tochter besucht das Gymnasium in Bottrop. Mein Sohn wird jetzt auch dort eingeschult in die 5. Klasse. Du stammst ja selbst auch aus, also was ich sehr spannend finde, und zwar habe ich auch schon Chidems Bruder interviewen dürfen, auch im Rahmen dieser Reise, zum Thema Schule. Dein Bruder hatte mir gesagt gehabt, dass er ziemlich viel Glück hatte als Jüngster von insgesamt 3 Geschwistern, auch auf dem Gymnasium gelandet zu sein. Du konntest ihm immer helfen, oder ihr beide, da ist auch noch der andere Bruder, ihr beide konntet ihm immer helfen, das war sein großes Glück. Du bist die Älteste. Deine Eltern sind stinknormale Arbeiter, kann man sagen. Wie hast du es damals auf das Gymnasium überhaupt erst geschafft? Wer hat dir geholfen? Meine Mutter konnte nicht wirklich viel Deutsch. Aber ich muss meiner Mutter wirklich zugute halten, dass sie immer willig war, Deutsch zu lernen. Was ich jetzt von den Frauen heutzutage nicht immer behaupten kann. Meine Mutter hat mit mir das 1x1 gelernt, auf ihre türkische Weise. Es gibt auch türkische Rechenweisen, das weiß man vielleicht nicht, gut, aber die rechnen auch manchmal anders. Also sie hat sich immer dahinter geklemmt, dass ich auch wirklich meine Hausaufgaben mache, dass ich immer alles lerne. Meine Mutter, muss ich dazu sagen, wurde damals zwangsverheiratet, war aber auf einem türkischen Gymnasium. Also sie hat das Gymnasium beendet und dann wurde beschlossen, dass sie dann irgendwann heiraten soll. Ob man das jetzt Zwangsverheiratung, ja. Sie hat dann auf jeden Fall geheiratet und ist dann ohne Deutschkenntnisse nach Deutschland gekommen. Dann kam ich auf die Welt. Als Erstgeborene hatte ich es natürlich nicht einfach. Ich musste den Spagat zwischen Deutsch und Türkisch kriegen, weil mein Vater hat Deutsch mit uns geredet zwischendurch, ja. Aber die Hauptsprache in unserer Familie war Türkisch. Und aufgrund... Wo hast du Deutsch gelernt dann? Also wenn ihr zu Hause fast nur Türkisch geredet habt? Ich wurde auch eigentlich relativ spät in den Kindergarten geschickt. Ich habe ein bisschen was im Kindergarten mitgekriegt und dann auf der Grundschule, kann ich sagen, ja. Also du kamst so... Ich habe es mir angeeignet. Ich habe es mir wirklich selbst angeeignet und bin dann erst einmal auf die Realschule, habe dann meine deutschen Freunde gehabt. Ich habe Badminton gespielt. Wie kann ich mir das vorstellen? Du bist auf der Realschule, willst was Großes vielleicht werden, hast einen großen Traum. Deine Eltern können dir wahrscheinlich rein von der Sprache her nicht mehr wirklich helfen, was vielleicht Deutsch angeht. Wie hast du das gemacht? Lesen. Deutsche Bücher lesen. Meine Mutter hatte eine Bekannte, die hat mir mal ein Buch geschenkt, das hieß Der Wunschpunsch. Würde ich nie wieder lesen. Aber ich habe dieses Buch rauf und runter gelesen. Und dann hat sie mir immer wieder mal zu Weihnachten ein Buch geschenkt. War das eine deutsche Bekannte? Ja, das war eine Professorin, eine Mathe-Professorin. Und die hat dann meiner Mutter immer diese deutschen Bücher zugesteckt, die dann meine Mutter an mich weitergeleitet hat. Des Rätsels Lösung ist wirklich Lesen. Also ich kann wirklich von mir sagen, hätte ich nicht so viel gelesen, hätte ich nicht die Deutschkenntnisse, die ich heute aufweise. Also rein von der Kettenreaktion her kann ich mir das so vorstellen. Eine Bekannte deiner Mutter gibt dir ein Buch, du lernst daraus Deutsch, vermittelst deinem jüngeren Bruder weiter und ihr beide zusammen nochmal dem Jüngsten. Genau. Also was? Und wir haben an der Stadtbibliothek, an der Stadtteilbibliothek in Bottrop gewohnt. Ich habe da meine Kindheit verbracht, aber ich war ja auch ein türkisches Mädchen, was nicht so viel unternehmen durfte. Deswegen, also ich durfte nicht mal eben mit 12 oder 13 in die Stadt fahren, das gab's nicht. Und um meine Freizeit dann irgendwo zu verbringen, habe ich meine Kindheit in der Stadtbibliothek verbracht.
Das war sehr schön. Also die Erinnerung ist schön. Und eigentlich möchte ich mich dafür bedanken, dass es diese Stadtbibliothek gab. Also dass es die Möglichkeit gab, die haben auch Bastelangebote gehabt. Also dieses Integrieren dieser Kinder mit Migrationshintergrund ist so immens wichtig, dass man die Kinder an der Hand nimmt und sagt, so, ich habe dir jetzt ein Angebot hier erstellt, du kannst mit mir dies und das basteln. Setz dich hier in die Kuschelecke und lese ein Buch. Bist du, also zwei Sachen direkt, warum durftest du nicht einfach raus? Das kenne ich ja auch persönlich, ich bin zum Glück nicht betroffen. Muss ich fairnesshalber echt sagen, also ich habe auch selbst eine Schwester, da hat man auch genauso dieselben Gedankengänge, aber es wäre schön, wenn du das einmal aufklären könntest, ja, welche Gedanken dahinter stecken. Und danach würde ich die zweite Frage stellen. Ja, das ist so ein kultureller Zwang. Also deine Eltern sind total modern, meine Mutter trägt kein Kopftuch. Mein Vater hat meine Mutter auch noch nie gezwungen, ein Kopftuch zu tragen. Aber das ist dieser kulturelle Zwang, den man aus der Türkei damals mitgenommen hat. Ich bin die dritte Generation. Ich lebe, also meine Kinder leben ihr Leben ganz anders, wie ich es damals getan habe. Der kulturelle Zwang war einfach, ein junges Mädchen hat nicht rauszugehen. Da draußen warten große Gefahren auf sie. Sie darf nicht raus, sie darf nicht in die Disco, sie darf nicht mal eben in die Stadt fahren, weil sie könnte entführt werden, weil es das große Unbekannte. Deutschland, man muss sich vor Augen halten, ist das große unbekannte Land. Gab es aber auch den Gedanken, hey, was könnten die Nachbarn sagen, wenn sie dich draußen sehen? Wir hatten ja nur deutsche Nachbarn. Ah, oh, dann war das egal. Genau. Es war wirklich dieser Zwang, der meine Eltern irgendwo dazu getrieben hat, mich in einem Käfig zu halten. Ich habe irgendwann auch gar nicht mehr versucht, aus diesem Käfig auszutreten, also rauszufliegen oder so. Manchmal wünschte ich mir, mein Lieblingstier ist ein Vogel. Weil dieses Freie zu erleben, das hatte ich nicht. Bist du denn aber jetzt im Nachhinein auch deinen Eltern ein bisschen dankbar gegenüber, weil sie gesagt haben, Chidam, geh nicht in die Stadt, und dann bist du halt stattdessen in die Bücherei gegangen? Bist du denen dankbar oder sagst du, hättet ihr mich doch mal ein bisschen fliegen lassen? Ja, die goldene Mitte wäre es gewesen. Weil irgendwo hat man sich nicht gut gefühlt als Jugendliche, wenn alle was durften und ich nicht. Ich wollte unbedingt im Badmintonverein spielen. Ich habe eine Freundin von mir, ich habe tagtäglich mit der Badminton gespielt. Ich habe sie auch immer wieder geschlagen. Ich durfte aber nicht in diesen Verein. Dieses Sportliche. Und mittlerweile ist es bei mir so, ich dränge meine Kinder dazu, irgendeinen Verein zu besuchen. Ob es Gitarre ist, ob es türkische Gitarre ist, Tanzgruppen. Mein Kleiner hat jetzt in der Breakdance-Gruppe angefangen, weil ich das nicht erleben durfte. Eigentlich wollte und nicht durfte. Dränge ich meine Kinder ja mittlerweile dazu, dass sie fast werktäglich irgendeinen Verein besuchen. Also, ob ich meinen Eltern dafür dankbar bin? Ja, von der Bibliothekensicht, ja. Auch von dem Stadtteil bin ich auch dankbar, dass ich da groß werden durfte. Aber natürlich gibt es auch Punkte, wo man sagt, hättest du mich mal ein wenig fliegen lassen. Vielleicht wäre auch was, wäre vielleicht noch was anderes aus mir geworden. Vielleicht hätte ich eine andere Richtung eingeschlagen. Du bist aber auch eine Kämpferin. Wie sah es nach der Realschule aus? Also da ist dein Weg ja noch nicht zu Ende. Ja, nach der Realschule bin ich dann auf das Viktoria-Gymnasium in Essen gewechselt. Also wie kann ich mir das vorstellen? Du bist auf meiner Realschule. Wie hast du den Schritt rausgeschafft? Oder ja, auf das Gymnasium? Irgendwo auch die Lehrerschaft, die auf der Schule war, die haben uns dann auch irgendwo angespornt, macht euer Quali und geht euren Weg. Uns oder haben die echt nur dich rausgenommen, haben das Potenzial in dir gesehen? Oder hast du dich einfach, weil die so eine Lehrerpredigt wie immer gehalten haben, dich angesprochen gefühlt? Ich hatte einfach Glück in meinem Leben mit den Menschen um mich herum. Auch meine Lehrer, die waren alle so positiv, nicht nur mir gegenüber, eigentlich uns allen gegenüber. Da möchte ich nicht sagen, dass es aufgrund meines Immigrationshintergrunds passiert ist. Das möchte ich nicht sagen. Bei uns wurde damals einfach nur gesagt, macht euer Quali und versucht, einen Schritt weiter zu gehen. Ich hätte natürlich auch eine Ausbildung beginnen können. Bin dann aufs Gymnasium. Ich meine, zwischen Realschule und Gymnasium ist auch ein immenser Unterschied, den erstmal auszugleichen. Dann habe ich dann nur mein Fachabitur geschafft und bin dann in die Ausbildung als Bürokauffrau, habe diese dann auch abgeschlossen und bin jetzt
Sekretärin, Mama, Sängerin, Bäckerin, Köchin. Also ich bin eigentlich ein Chamäleon. Ich bin ein wirklich, also ich behaupte wirklich von mir, dass ich ein Chamäleon bin, weil morgens kann ich mich in einen Blazer schmeißen, komme nachmittags nach Hause, vielleicht findet eine Veranstaltung in der Moschee statt, dann werfe ich mir eben ein Kopftuch über, fahre dann mit dem Kopftuch zur Moschee, höre mir das an, komme zurück und dann ruft mich eine Freundin zum Bier trinken. Also, es ist auch manchmal so, dass ich dann, okay, ich würde jetzt nicht das Bier vor der Moschee trinken. Sorry. Ja, man muss einfach diesen Spagat zwischen den Kulturen, und den schafft man. Es ist zu machen. Ja, ist das ein Spagat? Weil du sagst ja, du bist wie ein Chamäleon, du färbst dich halt mehr oder weniger ein. Du trennst dich ja nicht. Also kann ich mir vorstellen, also unter Chamäleon verstehe ich halt, gerade in Gefahrensituationen verändern sie ja ihre Farbe oder passen sich dem Umfeld an. Wenn du jetzt zwischen 10 Nazis in Chemnitz bist, wirst du dann auch auf einmal ein Nazi? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, da übst du natürlich Zurückhaltung. Da kannst du nicht sagen, ich bin Osmane, Alter, komm her. Das geht nicht. Also da übt man sich in Zurückhaltung und sagt, okay, ich bin ein Schwarzkopf, du stehst jetzt gerade gegenüber. Dann setzt man eher die Scheuklappen auf. Natürlich, wenn man Angst hat, reagiert man natürlich auch anders. Ich möchte aber auch keinen irgendwo provozieren. Ich meine, ich war vor den Ossis da. Ne? Als die Ossis zu uns kamen, war ich 10. Ich war vor denen hier. Wer ist besser integriert? Du als Türkeistämmige oder ein Sascha aus Chemnitz, der nach Leipzig, jeden Montag nach Leipzig zu Pegida auf Märkischen fährt? Wer ist besser integriert? Ich bin besser integriert, ganz sicher. Welche Tipps kannst du Sascha geben? Also du hast das ja schon hinter dir anscheinend. Was muss Sascha verändern, dass ihr dann zusammen auf Augenhöhe euch hinsetzen könnt, eine Shisha rauchen könnt vielleicht auch? Sascha sollte mehr lesen, Sascha sollte mehr fühlen, die Menschen fühlen, dass nicht jeder Mensch, weil er dunkelhäutig ist, direkt schlecht ist. Ich habe heute auch einen Dunkelhäutigeren in der Stadt gesehen, der hat ein Stück von Mozart gespielt. Fand ich total toll. Und dann, ich würde ihm einfach nur sagen, guck dir die Menschen an und fühl diese Menschen. Hör vielleicht ein bisschen Musik. Musik ist schön und verbindet. Dann würde ich direkt auch erstmal einhaken. Habt ihr schon Fragen, die ihr vielleicht Chidem schon stellen wollt? Ansonsten würde ich eine kurze Pause einlegen, dass du uns genau so ein Musikstück vielleicht vorspielst. Etwas, was verbindet für dich. Und dann machen wir nach einem Stück weiter, wenn du Lust hast. Gerne. Fragen? Nein? Okay, dann kurze Musikpause und dann geht's weiter im zweiten Block. Dankeschön. Das waren türkische Volkslieder. Das eine war eher Folk, das andere war eher Popmusik. Also wir haben da so ein bisschen so die Mischung gefunden. Liebeslieder natürlich, die viel über Sehnsucht, ja, die viel von Sehnsucht handeln und, ne? Jetzt werde ich aber was Englisches singen. Wir wagen uns jetzt mal an Englisch ran.
day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be, you gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wise. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said. Read the books your father read. Try to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. My, oh my, yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Time asks no question, it goes on without you. Leaving you behind if you can stand the pace. World keeps on spinning, can't stop it if you try to. This time's danger staring you in the face. Whoa, remember, listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh, my, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Ich muss ehrlich gesagt eingestehen, ich kriege oft den Vorwurf, dass ich schon zu eingedeutscht sei. Hörst du das auch? Ja. Wie gehst du damit um? Das ist mir egal, dass die das von mir denken. Wer denkt sowas von dir? Ich könnte sagen Nachbarschaft. Ich habe mich auch schon mit manchen Leuten angelegt in meiner Nachbarschaft. Kurz, kannst du mir deine Nachbarschaft beschreiben? Also ist Bottrop, Bottrop ist schön, aber... Also meine Nachbarschaft kannst du eigentlich in 2-3 Teile teilen. Es gibt die deutschen Nachbarn, meine lieben deutschen Nachbarn. Es gibt meine lieben türkischen Nachbarn. Und es gibt meine nicht so lieben türkischen Nachbarn. Gibt es keine nicht so lieben deutschen Nachbarn? Die gibt es oder gab es bestimmt. Ich habe in der Vergangenheit aber Straßenfeste organisiert. Irgendwann vor 10 Jahren stand ich hochschwanger mitten auf der Straße und habe meinem Achim dann gesagt, Achim, wir machen ein Straßenfest. Dann hat er gesagt, ja, spinnt's ja wohl. Ich so, nee, ich spinne nicht, wir machen jetzt ein Straßenfest. Da haben wir wirklich Armbänder verkauft, All-Inclusive-Armbänder. Wo wirklich die Getränke, das Essen, das haben wir alles organisiert mit Grillständen und für die Kinder haben wir Clowns organisiert, so dass wir wirklich, gibt es auch auf meiner Facebook-Seite, da habe ich Bilder runtergeladen, dass wir wirklich Türken und Deutsche wirklich an einem Tisch, an einer Bierzeltgarnitur stehen und sitzen,
ein Bierchen trinken, was Gegrilltes essen und miteinander kommunizieren. Und dieses Straßenfest, das machen wir jetzt mittlerweile alle 2 Jahre. Und auch meine deutschen Nachbarn fordern dieses Straßenfest schon ein. Es gibt dann natürlich auch Nachbarn, die aufgrund ihrer Religion nicht an diesem Straßenfest teilnehmen, weil dort Bier verkauft wird. Ich meine, da sagen wir nichts zu. Da würde ich direkt gerne wissen, gerade wenn die Nachbarschaft bei eurem Straßenfest zusammen, vielleicht können wir ja direkt Werbung machen, auch an die Leute, die online zusehen. Wo findet das statt? Wann findet das statt? Vielleicht könnte man ja da noch eine Sonderfolge auf einen Shisha mitmachen. Ja, das Straßenfest hat letztes Jahr stattgefunden. Das wird jetzt in 2020 wiederholt. Es ist meistens immer die erste Septemberwoche, wo wir dann alle zusammenkommen. Worüber wird dann gesprochen? Also wenn die Nachbarschaft zusammenkommt, wenn Türken und Deutsche zusammenkommen, redet man dann über Politik, über Religion oder redet man über den Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler? Ich glaube, Politik ist gar nicht so der Hauptgrund, worüber man redet. Es ist eher die Kuckerei, die direkt okay, an uns grenzt. Jetzt scheißen wir mal auf diese ganzen Migrationshintergrundsachen. Das ist jetzt egal. Mit der Kuckerei hast du aber was angesprochen. Das finde ich so toll. Es gibt viel zu wenig Projekte oder Sachen, sorry, ich platze jetzt ein bisschen, wo sich Türkei oder Türkeistämmige für ihre Nachbarschaft einsetzen. Und Bottrop ist halt ein schönes Beispiel dafür, dass es doch klappen kann. Also wir reden gerne, wir diskutieren immer über Erdogan und was die Kurden, was alle aus dem Ausland gemacht haben, was Trump gemacht hat. Dabei vergessen wir eigentlich viel zu häufig erstmal vor unserer eigenen Haustür aufzuräumen. Kannst du den Gästen, vor allem auch den Leuten, die online zusehen, einmal kurz erklären, was hat es mit dieser blöden Kuckerei auf sich? Das mit der Kuckerei, ja, ich möchte ja jetzt auch nicht irgendjemandem ans Bein pinkeln. Die Kuckerei. Doch. Also du kannst ja alles frei machen. Wir leiden eigentlich unter der Umweltbelastung durch die Kuckerei. Die jagen so viel Schmutz in die Luft, dass ich manchmal wirklich Kohlestücke auf dem Auto zu liegen habe. Also ich habe so viele Fotos schon davon gemacht. Ich habe ein weißes Auto. Weißer Mercedes, ganz klischeehaft. und es tut einfach weh zu sehen, ich lebe an dieser Kuckerei, ja, ich habe es mir selbst ausgesucht, da zu leben. Aber wir leben heutzutage in einer Zeit, wo man wirklich hochmoderne Filteranlagen nutzen kann, wo man wirklich auch die Windrichtung alles berechnen kann, so dass die nähere Umgebung, die Nachbarschaft nicht davon betroffen ist und auch nicht belastet wird. Es werden manchmal Sachen in die Luft gepustet. Da frage ich mich, warum kommt da jetzt gerade so eine gelbe Rauchwolke auf mich zu? Ich sitze in meinem Garten, sonne mich und über mir schwebt eine gelbe Rauchwolke. Das muss nicht sein, das darf nicht sein. Und mein Grundstück wird irgendwo verdreckt. Mich belastet es aber, dass ich das einatme. Direkt die erste Frage, was geht denn in dir vor, wenn du siehst, irgendwo werden Dieselfahrzeuge verboten und bei dir zu Hause hast du die Kacke am Dampfen? So. Yeah. Was geht in dir vor? Das passt alles nicht, das passt irgendwo nicht. Also ich bin auch der Meinung, dass die Politik über alles aufgeklärt ist, was da in die Luft gejagt wird. Nur aufgrund der Arbeitsplätze. Wie viele sind das? Weißt du das? Ich glaube, 400, 500 Arbeitsplätze müssten das sein. Und aufgrund dieser Arbeitsplätze wird da ein Maulkorb aufgelegt und gesagt, wir reden da jetzt nicht drüber. Aber es sind Tausende von Menschen betroffen. Und wir sagen ja nicht, dass es die Arbeitsplätze nicht mehr geben soll. Wir sagen ja nicht, dass die Arbeitsplätze verschwinden sollen, dass die Kuckerei komplett verschwinden soll. Wir wollen, dass es ordentlich gefiltert wird. Wir wollen eine saubere Umwelt haben. Hast du eigentlich Bock, in irgendeine deutsche Partei einzutreten? Gerade in Bottrop vielleicht? da habe ich mir bis jetzt noch nicht so die Gedanken gemacht, weil politisch, ich finde Politik, man muss mit Politik gut umgehen können. Politik kann viel kaputt machen. Politik kann viel richten, aber Politik kann auch viel Zwischenmenschliches aber kaputt machen. Wir sagen mal, du gehst jetzt
keine Ahnung, die SPD ist gerade an der Macht und die kümmern sich ja ein bisschen auch um diesen komischen, um die komische Anlage. Du trittst jetzt in die CDU ein. Was kann bei dir kaputt gehen? Eigentlich nichts. Also du kannst natürlich auch in jede andere Partei eintreten. Genau. Aber keine Ahnung, wenn du schon anfängst und in der Kokerei dich beefst, warum nicht gegen die Bundeskanzlerin? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich den Mund manchmal aufmache und über Wahrheiten rede, dass man mich zum Schweigen bringen möchte. Kann ich mir das vorstellen? Bezüglich der Kokerei zum Beispiel habe ich des Öfteren meine Meinung geäußert bei Versammlungen und durfte mir dann von der Nachbarschaft selber anhören, dass ich doch bitte meine Anliegen persönlich an die Nachbarn bringe und das nicht so äußere. Dann habe ich mir nur gedacht, bevor ich mir jetzt einen Maulkorb anlegen lasse, dann mach deinen Scheiß selber. So, ich habe in letzter Zeit einfach gelernt, mich zurückzuziehen. Ist das aber, also ich mutmaße jetzt nur, also du bist halt eine starke Persönlichkeit, gerade weil du vielleicht auch oft gegen Widerstände gekämpft hast. Ist das nicht deine Kapitulation? Nein. Ich warte auf den Tag in jeder Hinsicht, auch mit der türkischen Politik. Ich warte auf den Tag, an dem ich Recht behalten werde. Ich muss da nicht aggressiv gegenkämpfen. Ich kann mit Worten dagegen kämpfen. Ich kann mit der Demokratie dagegen kämpfen. Wenn ich nicht möchte, dass die Kokerei mich verseucht, dann kann ich dagegen angehen. Dann kann ich auf rechtlichem Weg angehen. Ja, aber du sagst halt, du kannst mit der Demokratie dagegen kämpfen. Also ich finde halt, das ist halt nicht nur dieses Schweigen zurückziehen, wenn man ein bisschen angepisst ist auf die anderen. Wie kriege ich dich in irgendeine Partei, dass du, ist mir scheißegal welche, aber irgendwelche Interessen vertrittst? Das wenn du hinter mir stehst. Ich bin dabei. Ja. Ich habe nämlich, ich bin der Meinung, dass ich viel Richtiges denke, dass aber aufgrund von Kapitalismus, dass die Menschen das richtige Denken unterschlagen und sagen, so, weil ich jetzt mein Grundstück neu gemacht haben möchte, darfst du jetzt nicht den Mund aufmachen, sondern ich werde das tun. Und ich habe bis jetzt immer auf politischem Wege immer das Gefühl gehabt, dass mir irgendeiner immer ein Messer in den Rücken sticht, sobald ich das Richtige sage. Für dich Richtige. Für mich Richtige. Und deswegen, ich habe bis jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mich irgendwo politisch gut aufgehoben gefühlt habe. Wir können ja mal zusammen ein paar Parteien durchgehen. Ich finde das halt spannend. Ich finde, wir alle insgesamt engagieren uns zu wenig in Parteien. Was ich ziemlich interessant finde, die Beobachtung habe ich auch während der Reise natürlich gemacht. Anscheinend habe ich nur für diese Reise gelebt. Alles mache ich, habe ich da gelernt. Keine Ahnung, was ich vorher gemacht habe. Ja. Bart kommt auch schon fast ganz. Die Kurdischstämmigen ist mir aufgefallen, die sind viel besser organisiert als die türkischstämmigen Menschen, weil die schon vorab mit einer gewissen politischen Haltung nach Deutschland gekommen sind. Wie sieht es dann bei dir in der Familie aus? Also SPD bestimmt oder wie kann ich mir das vorstellen? Also bis jetzt war ich eigentlich SPD bestimmt. Nur aufgrund der politischen Lage und der Kokereilage in Bottrop habe ich mich eigentlich von der SPD abgewandt, weil ich da wirklich kein Feedback gesehen habe. Ich habe eigentlich nur gesehen, dass der Oberbürgermeister letztendlich den Arbeitsplätzen hinterher hechelt, den Steuereinnahmen hinterher hechelt und seine Bürger nicht wirklich in Augenschein nimmt. Und das hat mich irgendwo enttäuscht. Deswegen bin ich im Moment im Leerlauf, politisch im Leerlauf. Auf türkischer Seite und auch auf deutscher Seite. Also das finde ich toll, dass du nicht im Leerlauf bist, sondern dass du zumindest was versuchst zu machen. Was mich noch sehr interessiert, begegnest du überhaupt Rassismus im Alltag? Ab und an mal, ja. Wie? Es berührt mich, wenn man Kanacke sagt.
Es berührt mich, wenn man grundsätzlich jeden Ausländer als Türke betitelt. Also da muss ich direkt einhaken, für uns Türken, sage ich jetzt mal, war es in dem Sinne gut, dass die Flüchtlinge gekommen sind. Jetzt waren es nicht mehr die Türken, sondern die Flüchtlinge. Also können wir uns mal zurück entspannt leben. Ja, ist ja auch schade eigentlich drum, ne? Klar. Also das ist ja dann auch wieder, sowas dürfte eigentlich gar nicht passieren. Aber wenn ich, egal ob ich jetzt auf der Arbeit bin oder mit meinem Kind unterwegs bin, es fallen diese Worte, Kanacke, und es ist immer, es sind immer die Türken. In deine Richtung oder was? Nee, nicht in meine Richtung. Nee, es fällt nicht direkt in meine Richtung, es fällt in die Allgemeinheit. Aber wenn jemand Kanacke sagt oder das sind ja die Türken, fühle ich mich natürlich angesprochen, auch wenn ich deutsch lebe. Letztendlich pisst er auf meine Wurzeln, wenn er sowas sagt. Und ich als Türkin, die sich wirklich integrieren möchte, ich bin ja eigentlich schon assimiliert, verstehe dann irgendwo nicht, wie man mir gegenüber sowas äußern kann. Das ist eigentlich nicht recht, also nicht rechtens möchte ich nicht sagen, respektlos mir gegenüber. Da muss ich direkt einhaken. Du hast gerade gesagt, dass du assimiliert bist. Erdogan hatte in einer Rede, ich glaube in Köln war das, vor einigen Jahren gesagt, dass Assimilation ein Bruch des Völkerrechts sei. Schließt du dich dem an oder sagst du, dass es gar nichts Schlechtes? Ich bin natürlich nicht die Türkin, die ich sein sollte, wenn ich in der Türkei im Dorf irgendwo groß geworden wäre. Natürlich breche ich irgendwo einen Teil meiner Wurzeln. Natürlich breche ich aus und verliere irgendwo meine Kultur, meinen türkischen Stamm. Das gehört aber dazu. Meine Eltern haben sich damals entschieden, hier zu leben. Ich bin 38 Jahre alt, ich könnte auch in die Türkei auswandern oder wieder zurückwandern. Genau, Türkei auswandern ist schon, spricht für mich. Okay, wenn deine, also keine Ahnung, wenn ich jetzt heute deine Kinder anrufe. Erdogan nutzt das irgendwo als Instrument, solche Sachen, solche Aussagen. Er instrumentalisiert unsere Lage, unseren Konflikt. Er nutzt unseren Konflikt für seine, ja, für sein Wollen. Dann, also sind deine Eltern, also ich kenne das so, dass hier in Deutschland war das wohl auch lange so, haben mir meine deutschen Freunde erzählt. Wenn man sich gegen die politische Haltung der Eltern gestellt hat, gab es immer Probleme. Ich kenne das halt so, wenn mein Opa Erdogan-Fan ist, werde ich auch Erdogan-Fan, oder wenn der Fan von der kemalistischen Partei ist, werde ich auch selbstverständlich Fan von der kemalistischen Partei. Wie war das denn bei dir? Also musstest du dich da irgendwie deinem Vater, der vielleicht Erdogan liebt, entgegensetzen, widersetzen und konntest direkt so, keine Ahnung, sagen, Erdogan finde ich nicht so gut oder finde ich gut? In unserer Familie wird das eigentlich sehr loyal gelebt. Okay, ich lege mich manchmal mit meinem Vater an. Dann schweigen wir und reden nicht mehr darüber. Ich kann eigentlich sagen, ich wurde sehr kemalistisch erzogen. Ich war letztens auf einer arabischen Hochzeit und habe dann auch den Unterschied gesehen zu kemalistisch erzogenen Männern und nicht kemalistisch erzogenen Männern. Wir als Türken, wir sind natürlich, das ist natürlich auch ein Schlüsselland irgendwo. Wir leben zwischen den arabischen und zwischen den europäischen Ländern. Und als Türken können wir wirklich sagen, wir sind irgendwo sehr europagerichtet und modern, haben aber natürlich auch die Religion, den Islam, der uns dann doch wieder irgendwo zurückhält, wirklich europaorientiert zu sein, zu werden. Und dieser Kemalismus, ich möchte nicht sagen, dass Kemalismus das Gelbe vom Ei ist. Ich habe aber für mich begriffen, dass aufgrund dieser türkischen, kemalistischen, laizistischen Erziehung, dass wir Frauen viel mehr Rechte haben als Frauen aus anderen muslimischen Ländern. Wir haben unsere Meinungsfreiheit. Wir durften schon sehr früh wählen gehen, also 1934, keine Ahnung. Ich glaube sogar noch vor Deutschland. Ohne, ja, noch vor Deutschland, genau.
also uns hat keiner irgendwie auferlegt, dass Frauen keinen Führerschein machen dürfen. In Dubai dürfen die das seit 2018, 2017, irgendwie sowas. Viel zu spät. Und dafür bin ich, da bin ich auch schon wieder dankbar, in der, also einen türkischen Stamm zu haben. Dass ich sagen kann, ich bin eigentlich relativ europäisch groß geworden, nur dass meine Religion nicht ganz dazu passt. Also so... Dass ich dann religiös immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen, also rangezogen werde. Ist das eher die Religion oder ist das die, sind das die Tradition um die Religion herum? Also ich frage mal direkt so einmal nur, gehört der Islam zu Deutschland, ja oder nein? Natürlich gehört er zu Deutschland. Ich gehöre zu Deutschland. Man erwartet von mir, dass ich sage, ich bin Deutsche. Ich sage das jetzt nicht, ich sage nicht, ich bin Deutsche, weil man das von mir erwartet. Ich bin Deutsche, ich bin hier groß geworden, ich bin, ne? Man erwartet von mir, dass ich sage, ich bin Deutsche. Aber wenn man von mir erwartet, dass ich Deutsche bin, dann erwarte ich auch, dass dann meine Religion ein Teil Deutschlands ist, weil ich ja Deutsche bin, mit der Religion, die dahinter hängt. Und das ist nun mal so, das kann man gar nicht leugnen, das kann man nicht voneinander trennen. Wenn man sagt, jeder sagt zu mir, du bist Deutsche. Ja, ich bin Deutsche, ich bin aber Muslimin. Also gehört der Islam zu Deutschland, gar keine Frage. Da stellt sich für mich gar keine Frage. Wenn ich jetzt deine Kinder anrufen würde und einfach mal auf ganz blöd fragen würde, fühlst du dich als Deutscher oder als Türke? Was würden die mir antworten? Was glaubst du? Oder also haben die auch so eine Krise? Was ist da los? Erklär mal ein bisschen. Du hast ja die vierte Generation noch unter deinen Händen. Ja, ich muss dazu sagen, meine Tochter ist sehr viel religiöser wie ich. Sie fastet den Ramadan durch. Ich nicht ganz so. sie betet auch zwischendurch. Sie hat es nicht von mir. Von wem? Also ich habe sie zum Religionsunterricht geschickt. Über 4-5 Jahre, weil das eigentlich, das ist meine Pflicht als Mutter gewesen, meinem Kind also eigentlich nur zu zeigen, du gehörst in die Richtung. Habe ihr aber die Freiheiten gelassen. Sie wollte immer selbst dahin. Und sie lebt das Gelernte. Und in unserer Umgebung damals gab es keine Moschee, deswegen hatte ich keine Verbindung dazu. Also ich bin jetzt wirklich nicht religiös aufgewachsen. Ich habe meiner Tochter nur die Möglichkeit gegeben, wenn du möchtest, kannst du das tun. Und sie hat es getan. Der ist türkischstämmig. Aber ich muss auch dazu sagen, wir reden alle Deutsch miteinander. Also wir sitzen am Mittagstisch. Es wird bei uns immer um 16, 17 Uhr gegessen. Da sitzen wir alle zusammen. Und was ich letztens auch ganz toll fand, mein Sohn hat sich ganz euphorisch an den Tisch gesetzt und hat gefragt, na, was habt ihr heute alle so gemacht? Da dachte ich, wow, die Erziehung fruchtet. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass meine Kinder nicht so viel Türkisch reden. Sie verstehen es, aber sie tun es, also sie reden nicht wirklich viel Türkisch. Wir unterhalten uns alle auf Deutsch, mein Mann und ich auch. Aber es ist okay so. Es ist das, wo wir reingeboren wurden. Wenn ich die jetzt fragen würde, Deutsch oder Türkisch, was würden die mir antworten? Oder Deutsch-Türkisch? Meine Tochter wird, glaube ich, eher türkisch sagen. Wow. Und dein Sohn? Mein Sohn ist Deutscher. Aber mein Sohn kommt sowieso nach mir. Also und die Tochter ist eher wie der Papa. Wie türkisch ist denn dein Mann? Also jetzt rein über Klischees natürlich. Also wenn Deutschland und Türkei spielen, steht mein Mann hundertprozentig auf der türkischen Seite. So türkisch ist mein Mann. Wow. Also aber er ist deutsch genug, dass er mir all meine Freiheiten lässt. Das möchte ich gar nicht sagen. In der Türkei lassen die Männer ihren Frauen auch ihre Freiheiten. Das musst du einmal aufklären. Also meinst du jetzt deutsch genug oder türkisch genug? Dass die in der Türkei Freiheiten haben, die Frauen. Es gibt ja, glaube ich, viele, die denken, dass die alle nur eingesperrt sind. Ja, das ist genau das Problem. Die Migranten sind damals hier hingekommen und haben in dieser Welt weitergelebt, die sie damals mitgenommen haben. Sie haben aber den Wandel in der Türkei nicht mitgekriegt. Also es ist wirklich, in den Großstädten leben die Frauen eine Freiheit, die mir noch nicht mal gegeben ist. Also, ne, das sind Schnapsdrosseln, die haben kaum was an und die leben das in der Türkei aus.
Und das durfte ich ja damals in meiner Jugend, wie schon beschrieben, nicht ausleben. Das gibt's aber in der Türkei. Also in der Türkei laufen nicht alle mit Kopftuch umher. Wenn eine Türkin studieren möchte, dann studiert diese Türkin. Und wir haben diese Freiheiten in der Türkei. Okay, jetzt nochmal zurück zu meiner ersten Frage. Wie türkisch ist jetzt dein Mann? Ich habe dich aus dem Konzept gehört. Sie hat nicht ausweichend geantwortet, daran bin ich schuld. 50-50. Was ist denn das Türkische, Anni? Was würdest du sagen? Also man hat ja bestimmte Eigenschaften. Ich weiß halt, was nicht deutsch an mir ist. Ich komme jeden Tag zu spät, egal wohin. Wie ist der drauf? In der Pünktlichkeit ist mein Mann sehr deutsch. Da bin ich schon wieder türkisch. Ja, mein Mann ist eigentlich schon Deutscher, aber ich muss aber auch sagen, ich habe ihn dahingehend erzogen, so zu sein, wie er jetzt ist. Also du hast einen Türken zur Hand bekommen und hast einen Deutschen draus gemacht oder einen halben Deutschen? Einen halben Deutschen. Also mein Mann bügelt, mein Mann saugt und wischt. Also es ist alles gar kein Problem. Fenster putzen ist seine Aufgabe. Wie hast du das geschafft? Also wie erzieht man einen erwachsenen Mann? Ich habe circa 2-3 Staubsauger kaputtgeschlagen, weil ich irgendwann böse war. Weil es kann ja nicht angehen, dass ich Vollzeit arbeite und er auch natürlich, aber es kann ja nicht angehen, dass mein komplettes Wochenende damit verfällt, dass ich da irgendwelche Sachen sauge und bügele und weiß ich nicht was. Und meine Ausbilderin, damals in der Ausbildung, ich habe mich mal darüber beschwert, wie hoch denn meine Bügelwäsche sei, dass ich das doch noch alles schaffen müsste. Da hat sie nur gesagt, lass doch mal liegen, soll er doch mal. Ja, dann habe ich das liegen lassen. Zum Beispiel meine Tochter, die wechselt nie die Toiletten, die Klopapierrolle aus. Also es ist auf jeden Fall so, die neue Klopapierrolle wird rausgeholt, aber dieses Pappding, das wird nicht weggeschmissen und es wird nicht ausgewechselt. So, vorgestern stand ich wieder vor dieser Klopapierrolle und habe mich gefragt, das kann nicht wahr sein. Und jetzt habe ich nämlich beschlossen, vielleicht sieht sie das jetzt, vielleicht wird sie das dann, ne? Aber mein Plan ist jetzt für die nächsten Tage, ich werde diese Rolle nicht austauschen. Ich weiß nicht, vielleicht werden dann noch 5-6 Rollen liegen, bis die dann irgendwann mal merken, hier stimmt irgendwas nicht. Also eigentlich, warum soll ich das alles machen? Man muss den Menschen dann zeigen, so, wenn ich nicht da wäre, wäre das so und so. Und irgendwann hat dann mein Mann halt angefangen zu bügeln. Und als man nicht mehr durchgucken konnte, hat mein Mann dann irgendwann angefangen, Fenster zu putzen. Ich hoffe, meine Freundin sieht das nicht und meine Mama auch nicht. Dann würde ich gerne noch wissen zum Abschluss, bevor wir nochmal gute Musik von euch hören. Was wünschst du dir für deine Kinder? Also wenn die jetzt in 30 Jahren, also das verewigt sich, das bleibt für immer auf YouTube. Wenn sie das irgendwann sehen, was sollen sie von dir hören? Oder in was für einem Land sollen die sein? Wie soll Deutschland sich verändern? Wie sollen sie sich verändern? Oder was wünschst du ihnen? Irgendetwas, um den Moment zu verfestigen. Ich finde eigentlich Deutschland schön, wie es ist. Ich muss den Hut davor ziehen, dass so viele Flüchtlinge in so kurzer Zeit hier reingekommen sind und dass diese Flüchtlinge wirklich keinen Hunger leiden müssen, keine Kälte leiden müssen, dass sie irgendwo sie werden besser integriert als wir damals. Das muss man denen sagen. Also Deutschland hat, glaube ich, aus Fehlern gelernt, wie man Menschen besser integriert. Es gibt überall Rucksackkurse, es gibt überall Kurse für Mütter aus Syrien oder aus anderen Ländern, damit diese Menschen schneller und gerechter integriert werden. Ich wünsche meinen Kindern, dass sie so sind, wie sie sind. Sie sollen sich nichts einreden lassen. Sie sollen sich auf religiöser, auf politischer Ebene gar nichts einreden lassen. Das ist eigentlich auch mein Anliegen, so wie ich mein Leben leben möchte. Ich möchte mir nicht reinreden lassen, auch religiös nicht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand sagt, ich glaube an den Koran, ja, aber wie dieser Koran ausgelegt wird, ist wieder individuell verschieden. Wenn ein Hodja mir sagt, das ist so und so, aber ich lese in diesem Satz was ganz anderes, dann lasse ich mir nichts von diesem Hodja aufschwätzen. Dann glaube ich das, was ich in diesem Satz lese, in diesem Vers, in dieser Sure lese. Und ich glaube, wenn jeder so ist und bleibt, wie er ethisch meint, dass es korrekt ist, Ethik ist
heutzutage sehr wichtig. Also ohne Ethik wären wir alle nicht gute Menschen. Und ich glaube, diese ethischen Grundsätze sollten rangetragen werden an die Menschheit. Unsere Religion basieren auch alle auf Ethik. Und meine Kinder sollen gute Menschen werden, aber sie sollen sich auch in dem Land wohlfühlen. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir so sehr diskriminiert werden. Das ist eigentlich, ich kann sagen, dass es eigentlich minimal ist. Das ist immer so eine Auslegungssache. Man kann natürlich einen Satz anders verstehen. Wenn du den Satz anders verstehen willst, dann verstehst du ihn auch anders. Oder du sagst, okay, der hat das gesagt, vielleicht meint er das damit. Du musst es positiver sehen. Du musst sehen, dass du hier leben darfst, durftest, konntest, dass dir alle Möglichkeiten gegeben wurden. Mir wurden alle Möglichkeiten gegeben. Hätte ich studieren wollen, hätte ich studieren können. Nur ich war natürlich in der Pubertät, ich fand Jungs toll und weiß ich nicht was und deswegen habe ich mein Abi nicht gemacht, ja. Aber ich habe es zum Fachabi geschafft letztendlich und habe meine Ausbildung durchgezogen. Und man kann in Deutschland doch wirklich alles machen. Und wenn man pfiffig ist und wortgewandt ist und sich integriert hat, die deutsche Sprache erlernt hat, wenn man eigentlich relativ deutsch ist, passiert einem nichts. Es ist alles in Ordnung. Vielen, vielen Dank. Hat jemand noch eine Frage aus dem Publikum? Nein, das nicht. Ich bitte um einen kleinen Applaus. Vielen, vielen Dank nochmal. Dann geht es jetzt noch, wie viele Lieder noch? Eins. Noch ein letztes Lied und dann war es das für heute Abend. Dankeschön. Vielen Dank an die Zuschauer. Ein Traum, ja. Also wenn man sich mit den Identitären oder den grauen Wölfen in der Türkei beschäftigt und auf so einen Menschen wie Sie ihn darstellen, also einen Grundcharakter des Positivismus, des positiven Denkens, des bejahenden Lebens, ist man fast erschüttert, dass wir uns überhaupt noch Gedanken machen. Aber leider ist dem nicht so. Sie sind eine Ausnahme. Und wenn Sie sagen, Sie sprachen vorhin davon, Spagat nur als Begriff. Ich stelle die These auf, dass wir voneinander lernen können. Also wenn man verschiedene Kulturräume im Hintergrund hat, Islam und Christentum und so weiter und so fort. Es gibt etwa einen Satz von mir, welche Religion auch immer, es spielt überhaupt keine Rolle. Und dann sprechen Sie vom guten Menschen. Das ist natürlich eine Sache der Perspektive. Und Ihre Perspektive ist ja nun sehr, sehr positiv. Aber das höre ich das erste Mal. Ich habe 2, 3 Autoren in meinem Verlag, die türkisch Wurzeln haben, die ebenso sind. Das sind aber auch noch jünger als Sie, also Anfang 30, die aber immer wieder offen lassen, vielleicht bin ich doch türkisch, vielleicht bin ich doch das. Ihr Eingangssatz war, ich liebe Deutschland. Und das ist sehr schön für mich als nicht-türkisch-stämmig, als rein wirklichen Deutschen, wirklich Quatsch, als seit Deutschen. Seit Generationen, ja. Ne? Also über den Tellerrand wegschauen, das tun sie, das finde ich toll. Also sehr positiv. Und wenn man sich mit Leuten beschäftigt, die genau das Gegenteil machen, nämlich die identitäre Bewegung in Deutschland, gegen die ich kämpfe und analog dazu die grauen Wölfe in der Türkei, die ein eben solches Bild für mich darstellen, da ist es für mich natürlich also fast Hoffnung, es gibt mir Hoffnung, ja, Sie dürfen auch hoffen. Dass es Menschen wie Sie gibt,
Sie dürfen auch hoffen. Ich bin auch guter Hoffnung. Ich habe viele Bekannte, ich habe viele Freunde, die so leben wie ich. Und das wird von Generation zu Generation immer besser. Weil unsere Kinder werden noch deutscher erzogen. Und es wird irgendwo gar keine Möglichkeit geben, als anders zu denken, so wie ich es tue. Also das ist eigentlich, mein Weg ist der Weg, dass ich mir einen Weg gesucht habe, um mit dem allen klarzukommen. Weil ich sonst einen Konflikt mit mir selbst habe. Ich habe ja, bitte? Ich möchte dich ganz kurz unterbrechen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nee. Ich habe sie auch unterbrochen extra dafür. Okay, und zwar meine Frage geht, also ich hatte eine Frage, die habe ich mir am Anfang schon gestellt. Sie sagt, ich glaube, ich muss ihm zustimmen, dass sie sind sehr, sehr positiv. Ich habe jetzt mein Abitur gemacht und in unserer Stufe damals vor einem Jahr, da war sehr türkisch und deutsch. Wir waren zu dritt in einer Stufe, wir sitzen jetzt aber hier als Polen, Türken, Kurden, wir sind beste Freundinnen. Aber das ist nicht üblich. Und meine Frage wäre erstens, Sie sind ja, also von Außenstehenden, würde ich, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden, wäre ich mir sicher, dass die meisten zu Ihnen sagen würden, Sie sind Türkin. Gehen wir aber in die Türkei, dann sind Sie Deutsche. Ich mische mich mal ganz kurz einmal ein. Wenn Sie Çiğdem auf der Straße sehen, welche Nationalität würden Sie die zuordnen? Also, was wäre der erste Gedanke? Als Frau. Nationalität. Also, ganz schöne Frau musst du wenigstens sagen. Ich würde sie nicht als Türkin einordnen. Okay. Auf Anhieb nicht. Nee. Das ist genau auch, es gibt wirklich, sie sind jetzt so überrascht von mir, von meiner Person. Merkt ihr das? Ich kann dir auch Zettel und Stift geben. Die war noch nicht fertig, ich war wieder so ein Assi, habt ihr unterbrochen. Sorry. Also, ich sag das nicht aus meinem Denken. Ich würde sie auch als, vielleicht Deutsch, auch als, ich habe nicht so ein Schubladendenken, aber ich weiß, dass die meisten auf der Straße dieses doofe Schubladendenken haben. Und deswegen, das ist so eine Identitätskrise, finde ich. Ich habe ja, meine Mama ist Polin und sie sagt selber, in Deutschland ist sie die Polin, in Polen ist sie aber die Deutsche. Sie weiß nicht, wo sie hingehört. Also ganz blöd gesagt, weiß ich. Das lässt sich auch nicht ausschließen. Man muss wirklich, weil wir werden in diesen Konflikt geboren und wir müssen mit diesem Konflikt lernen umzugehen. Man muss ein Chamäleon sein, um nicht von jeder Seite ausgeschlossen zu werden. Wenn ich nämlich nur Deutsch denke, werde ich von den Türken ausgeschlossen. Wenn ich nur Türkisch denke, werde ich von den Deutschen ausgeschlossen. Und irgendwo muss man diesen Weg finden, alles sein zu können. Genau, man muss es verbinden können. Genau. Genau, und das auch mit Loyalität. Entschuldigung. Ja, okay. Und das auch mit Loyalität. Ich habe noch eine weitere Frage. Ja. Sorry, mach dir bitte Notizen. Ich will dich nicht die ganze Zeit unterbrechen während deiner Antworten, aber wir haben ein bisschen Zeitdruck, sorry. Ja. Entschuldigung. Alles gut, ich finde es spannend. Und noch eine Frage, auch Sie denken sehr, sehr positiv, aber in meinen Augen, als sehr junger Mensch, Sie sind auch jung, aber wie sehen Sie Deutschland in 30 Jahren, in Bezug jetzt auch durch die AfD? Also ich finde es nicht so, dass sie, also ich könnte jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass Deutschland in 30 Jahren schön aussieht, weil ich mir einfach nicht sicher bin durch diesen Hass. Den Hass auch gegen die Flüchtlinge. Also sie denken, also so wie ich es verstanden habe. Ich möchte das nicht als Hass titulieren. Es ist ein Aufschrei gegen es ist eine Angst, die die AfD für mich darstellt. Die Menschen, die der AfD angehören, haben Angst vor diesem ungewissen Monstrum, was sie nicht wirklich zuordnen können. Sie haben Angst vielleicht vor der Religion, sie haben Angst vor der Menge an Ausländern. Ich möchte gar nicht sagen, dass diese Menschen alle hassen oder rechtsradikal sind. Es sind einfach nur Menschen, die eine Angst bewältigen müssen und sich auf eine Seite schlagen. Genau. Dieses Schüren. Genau. Man muss immer optimistisch da bleiben. Ich kann jetzt nicht sagen, in 30 Jahren ist hier alles rechtsradikal und wir müssen auswandern.
Das kann nicht sein. Dafür sind wir eigentlich viel zu viel Integrierte, viel zu viele Mitbürger. Das glaube ich gar nicht. Ich muss einfach nur sagen, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass die nächsten Generationen es besser machen werden. Die nächsten Generationen, also meine Kinder oder meine Enkel, werden noch integrierter sein. Und die Kinder meiner Freunde, die werden sich auch integrieren. Das Problem ist auch, mich erkennt man nicht als Türkin, nicht immer. Und meine Freunde auch nicht. Manchmal stehe ich an der Kasse und lese einen türkischen Namen, obwohl ich gedacht hätte, dieser Mensch ist hundertprozentig deutsch. Oder italienisch oder spanisch oder sonst irgendwas. Die Integrierten werden gar nicht so wiedererkannt. Also nicht aus dieser Menge rausgezogen. Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt so viele blonde Türken, wo man wirklich hundertprozentig davon ausgehen kann, dass es irgendwelche nordeuropäischen Mitbürger sind. Und wenn man dann den Namen liest, denkt man, oh, das ist ja ein Türke. Ja, das ist der Türke, der unter Ihnen lebt. Den Sie nur nicht wiedererkennen, weil Türken dunkelhaarig sind und weil Türken, türkische Frauen vielleicht Kopftuch tragen. Man erkennt uns integrierten Türken nicht immer wieder. Bitte. Warte, ich komme mit dem Mikrofon. Also normalerweise, oder? Das Publikumsmikrofon ist an, oder? Okay, dann bitte ich euch ab jetzt nach vorne zu kommen zu dem Mikrofon. Ich glaube, ich habe mich jetzt darauf eingelassen, dass wir doch ein paar Minuten überziehen. Ich werde gleich von den beiden da umgebracht dafür, aber ich finde das gerade zu wichtig und zu spannend. Ja. Sie sagten ja gerade, dass Ihre Enkelkinder noch integrierter werden. Haben Sie denn nicht dann irgendwann Angst, dass dann Ihre Enkelkinder in dem Sinne zu integriert sind, dann, dass dann diese türkische Kultur zum Teil irgendwann aufstirbt? Ich bin hier geboren und aufgewachsen, meine Kinder sind hier geboren und aufgewachsen. Warum muss eine bestimmte Kultur so fortgeführt werden? Mhm. Wir werden mit der Zeit, mit den Jahrzehnten, werden wir zu einer homogenen Masse, habe ich das Empfinden. Mhm. Also sobald wir es gut machen, solange wir es gut machen, uns positiv einstellen, werden wir irgendwann ein bunter Mix, der miteinander leben kann. Wir können jetzt auch miteinander leben. Es sind die ganzen Gutmenschen, die das irgendwo, also es gibt Menschen, die das einfach negativ reden, oder es sind die Medien, die vielleicht sagen, die AfD macht so und so einen Protest und keine Ahnung. Vielleicht ist das alles gar nicht so großartig. Vielleicht ist das gar nicht so negativ, sondern die Medien spielen nur mit uns und schüren das. Wie mit dem Feuerschüren, wo sie jetzt gesagt haben, viele Politiker schüren die Angst der Menschen und benutzen diese Angst, um ihr Vorhaben umzusetzen. Erdogan macht das. Das macht auch ein Trump. Das macht die AfD. Das macht jeder, der etwas erreichen möchte, diese Angst schüren. Und diese Menschen, die diese Angst spüren, die schlagen sich auf deren Seite. Wie kann man diese Menschen besänftigen? Wie kann man denen die Angst nehmen, bevor das die Leute machen, die Angst schüren? Näher hinschauen. Also, wie ich gesagt habe, die Menschen sind nicht immer zu identifizieren. Man geht davon aus, dass ein Türke nicht so aussieht wie ich oder wie der Blonde an der Kasse. Man geht davon aus, dass wir hundertprozentig negativ eingestimmt sind. Also man geht davon aus, dass ich sagen müsste, oh, ich bin Osmanin und ich kämpfe bis aufs Blut. Und ne, für mein Land und keine Ahnung, mein Land ist aber mittlerweile Deutschland. Ja, ich habe türkische Wurzeln und es gibt so viele Menschen, die genauso denken wie ich. Was ich noch zu diesem ganzen rechten Thema sagen möchte, und zwar, ich fühle mich echt wie so ein alter Opa, der seinen Enkelkindern Geschichten erzählt, die keiner hören will mittlerweile. Genau zu dem Zeitpunkt, wo das mit den Aufmärschen in Chemnitz hochgekommen ist, dachte ich mir, dass ich da hinfahren muss und einen türkischstämmigen interviewen muss. Auch natürlich für diese Reise, aus dem anderen komme ich ja anscheinend nicht raus. Dankeschön, dass du auch länger geblieben bist. Danke. Durch diese Reise, also ich hatte auch voll Schiss. Freunde haben mir erzählt, ey Hüda, willst du nicht doch noch deinen türkischen Pass irgendwie holen? Dass du jederzeit irgendwie was hast, wo du flüchten kannst. Hab mich ein bisschen von der Panik anstecken lassen. Meine Mutter hat mir abgeraten, dahin zu fahren. Ich habe es in der Nacht- und Lebelaktion gemacht. War dann auf so einer
am Ende des Tages auf so einer Pro-Chemnitz-Demo, habe mir das angesehen und ich war beruhigt. Es sind zwar komische Gestalten, komische Menschen, aber im Westen sind wir mehr. So. Und da bin ich dafür, dass wir also zwei Sachen machen. Sind wir mehr? Was meinst du mit sind wir mehr? Mehr Menschen, die sich dagegen einsetzen. Also überleg mal. In Chemnitz findest du ja eigentlich auch gar keinen Ausländer. Total. Also, doch, einen habe ich gefunden. ich war in Berlin mit meiner Freundin zusammen am Brandenburger Tor, habe ihr so ein bisschen touristisch alles gezeigt. Und da war eine riesengroße Demonstration von etlichen Tausenden von Menschen, die gegen den Einzug der AfD in den Bundestag demonstriert haben. Und das hat mich stolz gemacht. Also ich so, wow, diese Menschen setzen sich gegen Rassismus ein, für meine Rechte. Aber meine Bio-Deutschen. Ja, und wie viele, du hast ja schon kaputt gemacht. Oh, Entschuldigung. Ich habe da echt ganz, ganz wenig Migranten gesehen. Ja, also und, die... Sorry, jetzt bin ich gerade in so einem Opa-Modus. Ja, okay. Genau diese Menschen setzen sich halt überall ein. Auch auf diesem Konzert nach den Sachen von Chemnitz waren zu wenig Türken oder Migranten. Was halt für mich wichtig ist, A, dass wir uns mehr in die Parteien einfinden, uns von innen heraus engagieren und natürlich auch gegen Rassismus eintreten und alles. Wir haben ja viel schlechte Erfahrungen gemacht. Aber wir dürfen nicht nur zusammenkommen, wenn es um eine Demonstration geht, wo es nur um Rassismus geht. Wir müssen mal viel öfter gegen die PKW-Maut demonstrieren. Okay, die kommt jetzt wohl wahrscheinlich doch nicht. Aber gegen den Upload-Filter oder was auch immer. Wir dürfen nicht erst alle zusammenkommen, wenn es um Rassismus geht. Wir müssen unseren Arsch heben. Also ich glaube, darum wollte ich dich auch so ein bisschen in die Partei drängen, weil ich das schon ziemlich gut fand, dass du dich mit dem Problem vor deiner Haustür beschäftigst. Aber wie gesagt, Türken dürfen aber auch nicht erst relevant werden, wenn Erdogan nach Deutschland kommt. So. Ich habe auch immer gesagt, was interessiert mich die Wahl in der Türkei, wenn die Laterne vor meinem Haus nicht leuchtet, ja? Also das, oder dass schon die dritte oder vierte Brücke gebaut wurde in Istanbul, ja, schön für euch. Hat mich nicht zu interessieren. Ich fliege in die Türkei, ich fahre da mit dem Bus, aber meine Laterne vor der Haustür brennt nicht. Das ist doch unser Problem. Das müssen wir angreifen. Jetzt suchen wir uns alle eine Partei raus und kümmern uns um unsere Scheißlaternen. Es ist wirklich genau. So an der Zeit, dass wir mal ein bisschen den Arsch hochheben. Jetzt muss ich aber, also wir können jetzt gleich in einer kleinen Gruppe weiter diskutieren. Das macht mir auch wirklich sehr Spaß. Aber ich habe hier noch relativ junge Kollegen, die morgen in die Schule müssen. Die haben leider nicht die Freiheiten, so wie ich. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Auch bei dir, Chidem, dass du mir einen wirklich tollen Abend beschert hast. Also ich glaube uns allen zusammen. Es war mir eine große Ehre, mit dir hier reden zu dürfen, dich kennenzulernen. Ich hoffe jetzt auf ein letztes, noch schöneres Lied. Aber was hast du im Petto für uns? Let Me Down Slowly von Alec Benjamin. Darauf freue ich mich. Ein kleiner Applaus für Chidem, bitte. Dankeschön. Könnt ihr das Lied noch aufzeichnen? Ah, super. Sorry, dass das jetzt länger so. Oh. Ja? Ah, ich setze mich wieder hin. Ich hoffe, wie wann geht denn immer? 20:30, ne? Ah, okay, nur 7 Minuten. Super. Snow.